Sind die da unten noch? Ja, das ist sehr gut. Dann wollen wir mal weiter. Da oben ist ein Vögelchen. Ich frage mich nur, was es hier drüben gibt. Es ist auf jeden Fall etwas abge... Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Der ist bescheuert, oder? Jetzt wartet er! Jetzt... Er... Ich sag dazu nix. Ich sag dazu einfach nix. Jetzt fängt dieser... Und wir fangen an zu zählen. Einmal nur der Warte. Freude wegen, zweimal für das Paar. Hier! Ich halte das Ding an den Hals! Denen, die Moneten fehlen. Und es trinken Hirtenbauern, die sonst auf dem Land versauern. Händler, Schmied und auch. Ich kann ihn noch nicht mal schlagen! Sich heute für nichts zu schaden. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Tut's dir nicht! Entschuldigung. Ich bin gerade aus der Haut gefahren, wie man gerade gemerkt hat. Ah, schön. Ich finde, solche Spielereien gehören einfach manchmal dazu. Dem tut das nicht leid, dass er gesungen hat. Hä? Was da? Braunfelsenhöhle? Ach du Scheiße, ich kann da sogar noch in eine Höhle gehen. Oh, ich werde nie in Ark ankommen. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Oh. Das Ding hier ist einfach nur noch eine Ruine. Aber hier ist tatsächlich eine Kiste. Wieder eine Lehrlingskiste. Ups. Ich habe den Dietrich abgebrochen. So. Armseliger Seelenstein. Dann haben wir hier auch noch Einzelteile. Lebensflusstrank. Makelloser Amethyst. So. Also hier gab es jetzt nicht so wirklich viel, aber da soll man wahrscheinlich in diese Höhle da gehen. Will ich das? Liegen die denn da unten dann noch? Ach, weißt du was, die haben doch sowieso nichts dabei. Ich gehe da jetzt einfach mal in diese Höhle. Ich bin jetzt einfach mal so neugierig und gehe da rein. Vielleicht komme ich sogar da unten am Wasser raus. Man weiß es nicht. Ich speichere aber vorher. Jetzt habe ich Angst. Weißt du, hierhin verfolgt uns Jasper nicht, ne? Jetzt, wo es wirklich gefährlich ist. Der hat nämlich Angst. Ich höre hier was. Oh. Der macht sein Holz. Irgendwann zur Ruhe setzen. Auf einer schönen Insel. Ob das trifft? Ich speichere mal. Ui! Das war jetzt unerwartet, dass ich gleich beide auf einen Schlag vernichte. Aber okay. Kann man mal machen, würde ich sagen. Und die Axt, die liegt perfekt. Die liegt jetzt perfekt da an der Zielscheibe. 6 Groschen, eine Fackel. Ich weiß gar nicht, will ich die denn mitnehmen? Ich meine, ich habe so viel, ne? Eisenstreitkolben. Hier ist sogar noch meine Eisenkriegerachse. Apropos. Ich wollte... Boah. So, jetzt ist es ein bisschen angenehmer. Ich habe das ein bisschen sehr intensiv eingestellt, meine Maus. Da, der Jagdbogen. Der macht hier 6 Schaden und der macht 8 Schaden. Was heißt das? Natürlich. Wir werden den Jagdbogen natürlich jetzt auf Platz... wo auch immer er ist. Auf Platz 3 war der. So. Dann haben wir da nämlich jetzt auch endlich mal... Oh, hier ist ja eine Bärenfalle. Bin ich da reingetreten? Mich würde es nicht wundern. Ich bin ja immer so blind, obwohl ich eine Brille aufhabe. Und laufe trotzdem durch sowas durch. Das kennt man ja nicht anders von mir. So, was haben wir denn da? Ausdauerfestigungstrank. Her damit. Ein Hammer. Können wir gerne mitnehmen, damit wir jemandem was auf den Kopf hauen können. Kelch und Kerzenständer. Und hier sind wieder ein paar Bücher. Wohltat haben wir schon 1000 Mal aufgesammelt, aber es bringt Geld. Nehmen wir mit. Die magischen Disziplinen. Entropie.
Ich weiß nicht, ob ich das Buch schon habe. Ich nehme es aber mal mit. Die Pfeile, das nehmen wir mit. Hier ist ein bisschen Knoblauch, da ist ein bisschen Salz. Da sind Armschienen. Ich nehme sie mal mit, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich sie... Oh, Stahlschwert auf jeden. Hier mal ein bisschen Geld. Dann eine Kartoffelsuppe. Eine Kartoffel und eine Notiz. Was? Die Geräusche von der anderen Seite der Tür können einen echt Angst machen. Der Eingang liegt irgendwo auf der anderen Seite des Berges. Und die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Borok hat uns hier abgestellt, um zu verhindern, dass irgendwas durch diese Tür bricht und den Zwillingstürmen in den Rücken fällt. Und mein Kumpel macht sich in die Hose. Na lecker. Der macht sich also in die Hose. Dann stinkt's also schon. Deswegen ist er so schnell umgekippt, weil er schon halbwegs sein Leben verloren hat, weil er halt diesen Geruch gerochen hat. Entschuldigung, da muss ich glatt anfangen zu lachen. Also hier gibt es tatsächlich noch einen anderen Eingang. Na, da bin ich ja mal gespannt, wo ich hier hinkomme. Ob es hier wohl Tote gibt? Ich meine, mich würde es jetzt nicht wundern. Ich möchte aber gerne mal das Stahlschwert, ne? Wo haben wir denn das Eisenschwert? Eisenschwert, da. Das macht 4 Schaden. Und der Stahlschwert macht 7. Das heißt, wir werden natürlich das Stahlschwert als eine vorgesehene Waffe benutzen, weil es endlich dann mal was Besseres geworden ist. Weil wir im Moment ja immer noch mit diesem Eisenschwert rumhantieren. Wie sieht denn das eigentlich mit der Eisenaxt aus? Ist die wirklich besser? Ja, die hat 5 Schaden. Und das Eisenschwert hatte 4. Kein Wunder, dass es mir immer so vorkam, als ob die Eisenaxt besser wäre. Die war tatsächlich besser, weil sie 5 Schaden gemacht hat und nicht 4. Also wird das Stahlschwert jetzt um einiges besser reinhauen, weil das ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ja mehr Schaden verursacht hat. Na gut. Dann wollen wir mal weiter gucken. Ach so, ich habe ja noch diesen Lena. Lena. Ich habe die Lena noch. Nein, das Ding hatte ich noch. Fest, Leder, Armschutz. Der bringt tatsächlich mehr als das, was ich jetzt im Moment habe. Ja, aber das ist natürlich besser, weil Bögen verursachen mehr Schaden. Hm. Ich glaube, ich bleib dabei. Was war das hier? Handangriffe verursachen 3% mehr Schaden. Leben regeneriert 6 Punkte schneller. Ich kann nicht lesen. Z-Bonus ist wieder weg. Ja, man muss ein ganzes Set haben tatsächlich, um, ich sag mal, magische Fähigkeiten zu kriegen. Die verschlissene Robe ist auch nicht wirklich gut. Wenn ich das jetzt noch aufsetze, dann wird es noch besser. 4% mehr Schaden bei Einhandangriffen. Warum habe ich das nicht schon eher aufgesetzt? Das hat mir aber auch keiner gesagt, ne? Was haben wir hier noch? Des Rattenfängers. Set-Gegenstand. Okay, das ist wieder was anderes. Das ist schwere Rüstung. Das hier ist leichte Rüstung. So, jetzt sehe ich aus wie... Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die normale Rüstung. Tatsächlich fehlt mir noch die normale Rüstung. Na gut, müssen wir mal ein bisschen abwarten. Hier ist es ganz schön duster. Weißt du was? Wir nehmen uns mal das Fäckelchen. Und ein Schwert. Was? Diese Tür ist von der anderen Seite blockiert. Okay, also ich komme hier nicht weiter. Schade eigentlich. Also muss ich tatsächlich von der anderen Seite rein. Ich muss mal eben gerade sehen, was da nochmal drinnen stand. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Der Eingang liegt irgendwo auf der anderen Seite des Berges und die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Irgendwo auf der anderen Seite des Berges? Machen wir das hier mal weg. Wir sind jetzt da reingegangen. Das heißt also, wir könnten von hier oben...
Gott, da kommen wir auch irgendwann mal hin, der Myranenturm. Da werden wir bestimmt irgendwann hinkommen. Und dann könnte man von da durchgehen und dann hat man eine Abkürzung. Das Spiel ist gar nicht mal so doof. Also die diese Mod hier entwickelt haben, die haben da ein echtes System hinter gehabt. Das merkt man immer mehr. So, aber immerhin, wir haben ein neues Schwert. Das hat sich also schon mal gelohnt, da abzubiegen. So, liegen denn da unten noch die... Ich habe ein bisschen Angst, dass mich Jasper hier gleich runterschubst. Wenn er das macht... Dann fange ich aber das Grölen an, das glaubst du, wenn nicht. Dann bringe ich ihn eigenhändig um. Sie liegen da noch. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Theoretisch müsste ich da ja jetzt mal runterlaufen, ne? Gibt es denn da irgendwo einen Weg? Weil ich möchte gern das Gold haben. Ich bin ja so goldgeil. Okay, da unten ist sogar ein Schiff. Mit einer Kiste. Wie komme ich denn dann wieder hier hoch? Weißt du was? Wir gucken erstmal, wo ich hinkomme, wenn ich hier weiterlaufe. Ob ich da irgendwie in die Höhe komme. Das weiß ich nicht. Doch, es geht hier runter. Das war irgendwie gerade sehr verdächtig mit diesen Vögeln. Was ist das denn? Okay. Alles gefixt, gar kein Problem. Was ist denn das? Von wegen alles gefixt. Dann schweben da einfach mal so ein paar Vöglein noch. Eisenbarren, Frostschutztrank, Genesungstrank, Mana-Trank. Noch ein Hammer. Ich komme so langsam in die Höhe. Das ist gut. Naja, was soll's? Das sind ja nur so kleinere Bugs. Ich meine, hey, das wäre viel schlimmer, wenn das viel schlimmere Sachen sind, dass das Spiel unspielbar ist. So wie wir es ja schon mal hatten. Was ist das denn hier? Bauplan, Stahlharnisch. Von mir aus, her damit. Zauberbuch Panik. Rang 2. Das ist also schon mal eine bessere Panik. Und ich höre Wölfe. Da gibt's nichts. Oh. Da haben wir mal wieder einen Fasan. Und jetzt müsste ich da am Wasser entlang, um da hinten zu diesem Schiff zu kommen. Sollte ich wohl mal machen. Oh. Der hat einen Amethyst. Nehme ich mit. Der hat sogar Stahlpfeile. Silberschüssel. Wie viel Platz habe ich noch? Nicht mehr viel. Also ich sollte ein bisschen aufpassen, was ich mitnehme. Aber hier scheint ein... die Wölfe haben den gerissen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Das würde ich auch gern können. Bams! Ha, falscher Knopf. Wo habe ich jetzt gedrückt? DS, DS. Nein. Wo ist er? Ach so. Ich darf den noch nicht mal umbringen. Du bist ja nett. Hungriger Wolf. Der hat ein bisschen Fleisch dabei. Ich werde aber mal schnell was essen. Wie wäre es mit unserem ganz beliebten Kürbis? Wir haben jetzt schon so viele Kürbisse gegessen. So, jetzt muss ich nur erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Ich gehe hier einfach mal entlang. Oh, oh. Was? Natürlich. Ein Skelett. Ist ja sehr freundlich, dass hier ein Skelett ist. Skeletti Galeretti. Attacke. Dann finde ich hier schon wieder was. Oh Mann. Was ist das? Familiengrof Keldron. Nein, da möchte ich jetzt nicht rein. Ich habe nämlich auch gar keinen Platz mehr im Inventar.
Das ist ja das viel Schlimmere. Jetzt wird er bestimmt nicht hinterherkommen. Okay. Er kommt mir hinterher. Hier ist ein bisschen Quecksilbererz. Was? Quecksilbererz? Ich wusste noch nicht mal, dass es das überhaupt gibt. Okay. So. Dann wollen wir mal weiter in diese Richtung. Weil hier muss irgendwo das Schiff sein. Beziehungsweise das Boot. Ui. Ich höre hier was knetern. Was? Straßendieb? Mensch. Ist ja schön, dass ich hier einen Straßendieb sehe. Na toll, daneben. Alter! Ich treffe noch nicht mal. Upsi. Der ist schon zerfallen. Mensch. Der konnte aber viel ab. Das war vielleicht mal der Straßendieb. Auf jeden Fall ist hier eine Truhe. Mit 15 Groschen. Wäre ich da auch so hingekommen? Ist hier vielleicht noch irgendwas hinterm Wasserfall? Nein. Ist was unter Wasser? Okay, hat sich jetzt eigentlich nicht so stark gelohnt, wenn ich mal ehrlich bin. Hier liegen zwar zwei Eisenkriegshammer, aber das ist jetzt nicht so unbedingt das, was mich interessiert. Ich wusste doch, er verfolgt mich nicht. Und hier liegen, zumindest einer liegt hier. Und die hatten auch nichts Besonderes. Na gut. Hätte ja klappen können. Was ist das? Öffne Familiengruft Keldron. Okay. Es scheint mir irgendwie so, als ob man da rauskommt. Wenn man da durch den Haupteingang geht. Ist jetzt natürlich die Frage, was ist besser? Geht man durch den Haupteingang oder durch den Hintereingang? Mal sehen, ob hier noch irgendwas ist. Unter Wasser ist es ganz schön still. Hier gibt's nichts. Außer einen Toten. Warum nicht hier ein Toter? Zauberbuch? Götterschild. Von mir aus sogar zwei normale Stahlpfeile. Ist der hier irgendwann mal runtergefallen? Nein. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, oder was? Hallo? Ich bin zu schwer. Nur weil ich was... Ja, ich habe meine Traglast erreicht. Ja. Was packen wir denn mal weg? Ich habe so viele... hier, Eisenschwert. Kann eins weg. Dann kann ich mich schon wieder bewegen. Ich glaube, wir sollten wirklich erstmal nach Ark gehen, bevor ich mich hier weiter umgucke. Selbst wenn da jetzt diese Familiengruft ist. Oh, ich bin neugierig. Das gibt es doch gar nicht. Ich möchte gucken, was es hier noch gibt. Huh! Moment. Shit happens. Okay, so geht es. Alter, hat der viel ab. Okay, ich glaube, wir sollten es nicht mit einem Bären aufnehmen. Auch wenn es ein junger Bär war. Vor allem ein junger Bier. Ein junger Bär war. Da oben sind Bienen. Vielleicht will er deswegen da. Oder was passiert, wenn ich Zweifachwirkung habe? Ah!
Na los, Jesper. Jetzt musst du dich auch mal trauen. Das würde ich auch gern können. Er ist im Wasser. Warum macht er sowas? Er weiß gerade nicht so richtig, wo er hin will, glaube ich. Hä? Komm zurück! Ja! Wir haben den Bären! Yippee-yay! Oh, oh, ich kann es gerade noch so verkraften. Zum Glück haben wir alle möglichen Waffen dabei. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Jesper sich hier gleich festhakt. Ich ihn dann hier nicht mehr wegkriege. Das wäre natürlich ein größeres Problem. Und ich hoffe, das wird nicht noch zu einem ernsten Problem. Bienenstock. So, jetzt habe ich natürlich zu viel Zeug. Ich muss vielleicht mal ein bisschen Honig essen. Boah, was ist das denn hier für eine geile Stelle? Ich will jetzt mal kurz, Heilwurz muss ich eigentlich mal... Heilwurze brei, mhm. Mana-Regeneration schädigt. Wir essen mal... Ich muss was Schweres essen. Habe ich irgendwas mit... Ich habe doch Kartoffel. Kartoffelsuppe. Was haben wir noch? Hier die Bienen. Widerstehe Gift. Tarnerohr, Mana wiederherstellen. Bienenwabe. Was macht das? Ausdauer wiederherstellen. Dann haben wir die Bärenklaue. Ausdauer wiederherstellen. Dann hier die Dinger. Anfälligkeit für Frost. Elektroplasma. Mana wiederherstellen. Feuersalz. Anfälligkeit für Frost. Dann die Flechte. Anfälligkeit für Schock entdeckt. Dann Flüsterkraut. Lähmung erkundet. Achtung! Alter, ich dachte gerade, ich hätte mich umgebracht. Das wäre es ja jetzt noch gewesen. Was ist das? Wo bin ich hier überhaupt? Ah, ich bin auf der anderen Seite des Berges. Ich bin irgendwie ganz schön vom Kurs abgekommen, will ich jetzt mal so sagen. Ob ich hier schon sein sollte? Ich sollte hier, glaube ich, noch nicht sein. Das sieht mir irgendwie so aus, als ob das irgendwie zu weit weg ist von dem, wo wir eigentlich hin müssen. Und da gehen wir später mal hin. Weil ich weiß, ich kenne mich. Das sah jetzt sehr interessant aus mit diesem kleinen Hützelchen da. Das müssen wir uns vielleicht mal merken, dass da mal sowas war. Na, ich vergesse es eh, aber ich sag mal, wir sollten es jetzt nicht... Naja, er müsste eigentlich gleich wieder hinterherkommen. Ich sollte es jetzt nicht versuchen, da weiterzugehen, weil wir haben erstens keinen Platz mehr und zweitens kommen wir da vielleicht sowieso irgendwann hin. Tja, ist genauso wie mit diesem Grab hier, aber ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch irgendwann rein. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal nach Ark weiter. Es wird nämlich schon wieder Nacht. Und wir, was ist das denn? Also Leute, da hättet ihr euch echt mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ein Baum, der in der Luft schwebt. Ich meine, so fällt es nicht auf, aber wenn ich hier unten bin... Unfassbar. Sehr gut gemacht. 1 plus mit Sternchen, lieber Grafikdesigner. Beziehungsweise Leveldesigner. Ob Jesper mich wieder einholt? Wo ist der überhaupt? Hä? Hä, wieso bin ich da jetzt zwei Symbole auf der Karte?
kommt der da nicht weg? Das wäre jetzt natürlich echt... echt eine blöde Situation. Jasper wird auf euch warten. Wow. Jasper folgt euch nun wieder. Muss ich jetzt warten? Er hängt da. Kommt er näher oder bleibt er da jetzt hängen? Das wäre jetzt nämlich ein bisschen suboptimal. Ich hoffe, das Spiel ist so schlau und er wird in Ark wieder auftauchen. Novize. Weil sonst habe ich nämlich ein kleines Problem. Das liegt halt daran, weil er halt immer mitläuft, wenn man, ich sag mal, wenn irgendwie jemand einen angreift. Und das ist nämlich das Problem. Ich hoffe nur, dass er uns dann gleich wieder folgt. So, jetzt werde ich jetzt mal die ganzen Hämmer rausnehmen. Die wiegen nämlich viel zu viel. Oh, Eisenerz. Ich lasse das jetzt mal. Hier ist ganz schön duster. Naja, irgendwann ist er wieder hinter uns. Da ist einfach mal ein Skelett. Tschu! Ups. Ist ein bisschen weit weggeflogen. Ach, Jasper ist wieder da. Er hat gemerkt, dass wir in Schwierigkeiten sind. So. Gibt's hier irgendwas? Tatsächlich, es gibt hier eine Truhe. Mit, wow, Ausdauerflusstrank. Wow. Das haut mich ja richtig aus den Socken. Das war's? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ach da, ja. Ich wusste doch, das war's noch nicht. Jetzt ist bestimmt das ganze interessante Zeug in dieser kleinen Kiste hier, in dieser Schatulle. Und was haben wir? Tatsächlich. Bronzeanhänger der Konstitution. Festigt eure Lebensenergie um 10. Schleicht es 7% effektiver. Fährtenleser. So, was haben wir da noch? Totenfunke. Was ist denn ein Totenfunke? Apropos Funke. Ich muss vielleicht mal die Zauberbücher in mich aufsaugen. Und vor allen Dingen auch die Lehrlingsbücher. Ahnen rufen. Dann haben wir das... Frosthauchbuch. Dann haben wir der gleißende Funke, das haben wir. Göttlicher Schild. Panik. Totenfunken. Panik. 2. Und davon haben wir zu viel. So, jetzt machen wir uns mal die Lehrlingsbücher. Hä? Hä? Heißen die anders? Die heißen doch Lehrbücher, oder nicht? Hä? Bin ich jetzt doof? Habe ich das eben nicht mitgenommen, das Buch? Ich musste das mitgenommen haben. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach weiter. Apropos, ich gehe jetzt einfach weiter. Ich muss ja die... Huch! Die Magie noch testen. Frosthauch. Haben wir jetzt. Ahnenrufen. Ruft einen Ahnengeist der Stufe 7 herbei, der 120 für euch kämpft. 120 Sekunden, das hört sich gar nicht gut schlecht an. Schatten des Windes. Bewegt euch kurzfristig erheblich leiser. Das sollten wir auch mal mit reinnehmen. Götterschild. Irgendwann wird natürlich die Liste sehr, naja, wie soll ich sagen? Sehr unübersichtlich. Ein Projektil aus dunkler Macht, die 18 Punkte Entropieschaden zufügt, aber die euch gleichzeitig selbst schädigt.
Was bringt das denn? Wenn es mir auch schädigt. Panik 2. Mal eben gerade gucken. Wir wollen jetzt mal erstmal den Frosthauch ausprobieren. Boah. Das sieht ja mal nicht schlecht aus. Ist nur ganz schön dunkel hier. So, was haben wir noch? Geisterwolf rufen. Nett. Was haben wir noch? Götterschild. Okay. Dann bin ich etwas stabiler wahrscheinlich. Was haben wir noch? Kettenblitz, Lebensabsorption, Magierlicht, magischer Schild. Götterschild und das ist der magische Schild. Ah, okay, verstehe. Was haben wir noch? Panik, Rang 2, das ist nicht so... Der Totenfunke. Dafür muss er aber treffen. Sonst wüsste ich es jetzt nicht. Schutzzirkel. Ich wüsste jetzt mal gerne, was passiert, wenn ich den Schutzzirkel benutze. Und Ahnen rufen wäre auch mal interessant. Ist ganz schön duster hier. Und jetzt wird es bei mir hier gerade sehr hell. Weil irgendwie gerade jemand die Sonne angeknipst hat. Weißt du, den ganzen Tag ist duster. Dann nimmst du mal ein bisschen auf und schon ist die Sonne da. Ich glaube, die hat was gegen mich. So, was passiert bei diesem Zirkel? Ey, das sieht ja richtig cool aus. Achso, da kann ich drinnen stehen und das schützt mich dann, oder was? Geht dieser Zirkel auch wieder weg? Ah, der sorgt dafür, dass ich besser im Kampf bin. Das sieht man nämlich gerade oben rechts. Und jetzt ist es weg. Und der Geisterwolf ist auch bald tot. Interessant. Ich muss mir aber mal hier irgendwie gerade eine Fackel nehmen. Und das... Nicht das Eisenschwert, sondern das Stahlschwert. Verteidige ich mich lieber mit der Fackel. Was kam denn da? Ach, das war nur ein Hirsch. Ich dachte schon wieder. Was ist denn das? Ach, das sieht aber wie ein Guter aus. Guten Tag. Guten Abend. Stadtwache, gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Neues? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen, Mann oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Ja, bin ich auch schon immer gewesen, ein guter Mensch. Sagt man sich jedenfalls. Keine Angst, nein. So. Ach ja. Wir sind jetzt langsam mal in Ark angekommen. Es hat aber auch lang genug gedauert. Ich meine, wir waren ja wirklich eine halbe Ewigkeit hierher unterwegs. Aber das... Ja, ich gehe da auch jeden Tag. Vor allem, wenn es so duster ist wie hier.